Morning. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, Sie sind alle fit fürs Doping. Darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Vielen Dank für die Einladung. Gestern und heute sprechen wir über Doping, Doping mit Kompost, mit Mineralien und so weiter. Das ist also ein Thema, das Sie schon kennen. Ich präsentiere PyMix, pyrogene und mineralische Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, um Biokohle, also Pflanzenkohle, zur nächsten Ebene zu heben. Es geht um den Entzug an Land. Es gibt natürlich auch den Entzug auf dem Meer. Wenn ich von uns spreche, dann meine ich alle Institutionen, die Sie hier sehen auf dem Chart. Und bevor ich beginne, möchte ich noch kurz etwas Persönliches sagen, warum ich CDR mache. Das bin ich auf dem Polarstern in 2017. Wir haben Forschung in der Antarktis gemacht und meine Kollegen haben die Temperatur in der Antarktis im Meer gemessen über viele Jahre und sie haben mir erzählt, dass das Ganze sich erwärmt. Das ist normalerweise die stabilste Eisfläche und es startet sich, beginnt mit der Erwärmung erst ab 1,1 Grad. Also auch wenn wir unter 2 Grad bleiben, dann wird es über die Jahrhunderte weiter schmelzen und es wird viele, viele Menschen, viele Milliarden von Menschen betreffen, weil die Meeresspiegel steigen. In vielen anderen Teilen der Welt wird es auch Konsequenzen haben. Die Schweizer Gletscher werden verschwinden, Korallenriffe werden verschwinden und so weiter und vieles andere. Viele andere Landstriche werden verschwinden. Also, wenn wir die Klimakrise überwinden, dann wird es dennoch Schäden geben, die wir nicht mehr rückkehren können. Das ist wirklich furchtbar, das zu sehen. Wir emittieren so viel Emissionen auch auf diesen Schiffen, aber die Situation verändert sich nicht. Und ich habe gedacht, um jetzt wirklich mir weiterhin in den Spiegel schauen zu können, mich in den Spiegel anschauen zu können, habe ich gesagt, egal, ich mache jetzt CDR und ich werde das wirklich nach vorne bringen. PyMix an Land. PyME CCS. CCS ist Carbon Capture Storage. Py steht für Pyrogenic Carbon, also pyrogener Kohlenstoff. Wir generieren daraus stabile organische Kohlenstoffe. Das Ganze nennen wir auch Pflanzenkohle. Da brauche ich nichts mehr zu sagen, weil das kennen Sie besser als ich. Wir wollen das für die Verbesserung des Bodens verwenden. Und wir wollen auch MI mit einbeziehen, nämlich die mineralische Verwitterung. Das ist ein Prozess, wo Minerale, Wasser und Kohlendioxid miteinander reagieren und sich die gelösten Kationen, die Kohlensäure und das Bicarbonat miteinander verbinden. Wenn wir also auf die chemische Analyse des Wassers schauen, dann findet man etwas wie Hydrogen Carbonate und in der Chemie haben wir ja viele verschiedene Namen für immer die gleiche Sache, nur um die Menschen zu quälen. Und man sieht, wir brauchen keine Photosynthese dafür. Die Verwitterung vollzieht sich auf der Erde schon seit mehr als 4 Milliarden Jahren, also schon länger, als es Leben gibt. Und es ist sozusagen eine kostenfreie Art und Weise, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Ich möchte Ihnen heute etwas, vor allem etwas über die mineralische Verwitterung mitteilen. Ich habe schon gesagt, im Labor und in den verschiedenen Forschungsberichten haben wir die Situation erläutert, wie sich das vollzieht. Das passiert sich natürlich nur im Labor, weil in der normalen Welt haben wir ja Felsen. Felsen bestehen aus unterschiedlichen Mineralien mit sehr spezifischen chemischen Aufbauten. Und das Ganze wird natürlich jetzt kompliziert, wenn man da ins Detail geht.
Man kann ein Mineral schneller verwittern unter hoher Temperatur zum Beispiel oder wenn die Oberfläche sehr ist, wenn man die Felsen zum Beispiel zermalt oder runter schleift und die Oberfläche größer wird, dann geschieht die Verwitterung schneller. Man kann dann auch Gesteinsmehl verwenden, um die Verwitterung zu erhöhen. Es gibt natürlich auch mikrobielle und pilzliche Aktivitäten, die zur verstärkten Verwitterung beitragen. Und wenn man Steine einfach auf den Boden legt, dann vertrocknen sie, aber in den Felsen bzw. in der Erde ist die Feuchtigkeit enthalten, die wir für die Verwitterung brauchen. Gehen wir jetzt mal unter die Erde. Wir arbeiten sehr stark mit Basaltgestein, Island, Hawaii. Da entstehen diese Säulen. Das gibt es auch in Deutschland, in der Eifel zum Beispiel. Und der Basalt besteht auf drei Mineraliengruppen, Pyroxen, Pagioclas und Olivin. Sie brauchen sich diese Namen nicht zu merken. Sie müssen nur sich merken, dass es sehr viele unterschiedliche Mineralien gibt, Augit, Deobsid, Enstatit und so weiter. Das ist der grüne Superstar. Und ich erkläre Ihnen jetzt, wie das Ganze verwittert. Ich habe in der Schule sehr schlechte Erfahrungen in der Chemiestunde gemacht und vielleicht ist es Ihnen ähnlich gegangen. Ich habe nach einem einfachen Bild gesucht, wie ich die chemische Reaktion der Verwitterung erläutern kann. Also ein Bild, mit dem wir alle umgehen können, das wir alle kennen. Chemie ist wie Partnerwechsel. Während der Pandemie waren wir zu Hause, wir waren gelangweilt. Jetzt sind wir wieder frei, rauszugehen. Wir können auf Konferenzen gehen, wir können auf Konferenzabendessen gehen und wir sind angezogen von anderen Menschen. Das passiert auch in der Chemie. Das eine Atom ist vom anderen Atom angezogen und dann verbinden sie sich miteinander. Wir sind in Darmstadt, Samstagabend in Darmstadt. Und Olivin Mineral geht in eine Bar und trifft dort Wasserkohlenstoffdioxid Minerale. Und Silikat zum Beispiel ist sehr angezogen von einem anderen Stoff. Und so sehen wir, wie hier diese Elemente, die Sie hier auf der Tafel sehen, voneinander angezogen sind. Und am Ende des Abends spielt der DJ Barry White in der Bar. Magnesium wird wirklich ganz verzaubert und fragt das nächste Element, hey, möchtest du vielleicht mit mir tanzen? Und das Ganze wird dann zu Magnesite und das ist eine Liebe, die tausende von Jahren anhält. Silicate sagt, ich würde auch gerne stabil werden und dann gehen sie einfach in die nächste Bar, um ein nächstes Mineral, ein neues Mineral zu treffen. Also, Beziehungen können auch in der Chemie sehr schwierig sein. Das Wichtigste, was man sich merken muss, ist, dass im ersten Reaktionsschritt das Bicarbonat entsteht. Und im zweiten Schritt ist ein Teil des Kohlendioxids wird freigesetzt und der andere Teil wird solide. Und das heißt, das Ganze geht dann zurück in den geologischen Zyklus durch die Verbrennung von fossiler Energie. Das passiert also in der idealisierten Welt der Verwitterung. In der realen Welt haben wir natürlich viele verschiedene Mineralien, die verwittern. Dann haben wir viele freie Kationen. Wir haben wirklich leckeres Calcium, Potassium, Kalium. Die Pflanzen in der Erde sind sehr glücklich über die Verwitterung. Und dadurch entsteht Lehm im Boden und das Bicarbonat wird in die Ozeane weitergeleitet über das Grundwasser und in den Ozeanen bleibt es etwa 100.000 Jahre bestehen und wenn es zu einem Mineral sich formiert, dann
sind zum Beispiel Algen oder auch andere Meerestiere ziehen da den Nutzen raus, weil sie daraus wiederum ihre Schalen entstehen lassen. Wir kennen also Mineralverwitterung, wir können die pH-Werte erhöhen. Wir haben Lehmformationen, haben wir jetzt gelernt, und wir haben dann auch ein CAD, was passiert, und wir haben eine langfristige C-Speicherung, 100.000 Jahre. Es tut mir leid, aber das ist natürlich deutlich länger als in der Pflanzenkohle. Und dann, ja, die Leute fragen sich, warum mischen wir das nicht miteinander? Und ich habe von vielen von Ihnen gehört, dass Sie Gestaltsbild schon verwenden in Ihrer Pflanzenkohle. Eine weitere Idee ist, dass das gemeinsam zu pyrolysieren, also Gesteinsmehl zusammen mit der Biomasse, also das mit Kompost zu dopen. Wir machen das eben mit Gesteinsmehl. Die große Frage ist also, was sind denn jetzt die Ergebnisse? Schaffen wir damit ein Material, ein Produkt, das sozusagen eine höhere Funktionalität hat als die beiden einzelnen Produkte? Wir haben vor 3 Wochen mit unserem Projekt angefangen. Wir haben überhaupt keine Ergebnisse. Fragen Sie mich also bitte nicht dazu. Es gibt einige Vorstudien zum Co-Deployment von Py und Me. Meine Kollegen haben haben das Ganze analysiert, wenn wir das Ganze miteinander vermischen, also auch mit BECCS und anderen Prozessen, dann können wir Synergien schaffen. Wir haben einen Nährstoffrückhalt, der höher ist, zum Beispiel. Wir können die Bodenhydrologie optimieren. Wir haben viele Nährstoffe, die verfügbar sind, und das führt dann eben zu einer verstärkten Verwitterung. Wenn also Pflanzenkohle die Bodenhaltefunktion verstärkt, dann ist es natürlich auch so, dass die Erde davon einen Vorteil zieht. Wir erhöhen die Boden-pH, verstärken die Biota im Boden, das ist auch wieder gut für die Verwitterung. Und wenn wir Gesteinsmehl nutzen, das Schwermetallspuren oder Metallspuren enthält, dann hat das natürlich auch wieder Vorteile. Wir können unterschiedliche Gesteine benutzen, wenn wir dann wissen auch, dass unsere Pflanzenkohle die Mineralstoffe bindet. Calcium-Coating entsteht um die Pflanzenkohle. Die Risse in der Pflanzenkohle können mit ein paar Tickeln geschlossen werden. Über das Priming haben wir gesprochen mit Claudia gestern. Und hier auf dem Foto sehen Sie, das ist Biokohle und Opor und Bio- und Pflanzenkohle. Und hier werden die Poren also verschlossen. Das ist eine Studie, verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass man bis zu 50% weniger Kohlenstoffverlust hat in der Pflanzenkohle, wenn man das Ganze vermischt. Also in diesem sogenannten Co-Deployment sprechen wir jetzt über das Doping. Die Idee ist also, Biomasse zu dopen. Man kann Dünger aufsprühen, man kann das Ganze eintauchen oder man kann trockenes Pulver hinzufügen und das gemeinsam dann durch die Pyrolyse schicken. Es gibt auch einige Studien im Markt, die zeigen, dass die Kohlenstoffausbeute stabiler ist, dass die Pflanzenkohleausbeute höher ist und dass es eine verringerte Degradation gibt und eine erhöhte Nährstoffverfügbarkeit. Es gibt ein gutes Papier, das Sie hier sehen. Die haben alles zusammengenommen, was verfügbar ist, und haben gesagt, wenn man die gedopte Pflanzenkohle mit der nicht gedopten Pflanzenkohle vergleicht, dann sehen wir, dass der Ertrag der des stabilen Kohlenstoffes immer höher ist und auch die gesamte Ausbeute des Kohlenstoffes höher ist. Und auch die Mineralstoffausbeute ist höher. Und dadurch reduzieren wir natürlich auch die Kosten. Eine weitere gute Studie von Nann ist sehr gut. Die haben geschaut, was passiert hier eigentlich chemisch gesehen in der Copyrolyse. Man kann eine physikalische Abdeckung haben
und viele neue chemische Bindungen schaffen zwischen den verschiedenen Elementen. Alles wird erhöht, sozusagen. Alles erhöht die Stabilität der Pflanzenkohle und man hat auch die sogenannte Direct Air Capture in der Pyrolyse durch den Prozess. Wenn man zum Beispiel Calcium oder Magnesium oxidiert, dann wird sofort ein neues Element geschaffen und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Dann haben wir die amorphen, graphitartigen Kohlenstoffdomänen. Dann eine verstärkte Bildung von hocharomatischem Kohlenstoff und verminderter mikrobieller Abbau. Sie wissen, was ich meine. Was jetzt die Nährstoffverfügbarkeit angeht, die ist natürlich auch sehr wichtig. Und das erinnert mich an den Schlachthausabfall, von dem wir gestern gesprochen haben. Wenn man jetzt einen Rohstoff nimmt, der reich an Phosphor ist und das mit K anreicht, dann hat man natürlich auch eine höhere Nährstoffverfügbarkeit. Sie sind lösbar in Boden und die Pflanzen kommen gut ran und man schafft also einen PK-Dünger sozusagen und hat eine noch stabilere Pflanzenkohle verfügbar. Wenn man zum Beispiel ein Phosphor-Rohmaterial hat, das kann man auch dopen und kann auch diese Art von Dünger schaffen. Und die große Frage ist, wenn wir zum Beispiel Mineralpulver hinzufügen, ohne K oder P, ist, die verfügbar sind während der Pyrolyse, was passiert dann? Das wissen wir nicht so genau. Und das überprüfen wir gerade. Da schauen wir gerade rein. Das ist unser Ziel in Pimax. Ich komme jetzt zu Pimax. Wir haben einen 3-Jahres-Projektplan. Was passiert, wenn wir Strohholz und Kakaoschalen miteinander mischen? Oder Basaltpulver, das wir Eifelgold nennen, zusammen mit Biomasse. Wir benutzen da das Co-Deployment, aber auch die Pyrolyse. Wir haben wirklich viel vor. Wir kriegen richtig schmutzige Hände draußen auf dem Feld, im Labor. Wir schieben das Ganze in Modelle, um zu sehen, welche Konsequenzen das für das Ökosystem hat, ob das Sinn macht auf wirtschaftlicher Ebene. Und eins der Papiere der Dokumente, die wir veröffentlicht haben oder die wir gefunden haben, ist, wenn immer man die Pflanzenkohle mit irgendwas dopt, ist das Resultat ein niedrigerer Kostenfaktor. Und wir haben das Ganze auch mit Cilia Terra geteilt. Das bringt mich zum Abschluss. Wir haben 2 Strategien für das Mixen, Doping und Co-Deployment. Wir erwarten sehr viele positive Ergebnisse, die daraus hervorgehen werden. Wir verringern die Degradation, also den Abbau, die Kosten. Und es gibt noch einen weiteren sehr schönen Punkt. Wir können ein komplementäres CDA aufbauen. Wir hatten eine sehr lebendige Diskussion über die Stabilität der Pflanzenkohle gestern Abend beim Abendessen. Also, wenn man Pflanzenkohle in den Boden einbringt, dann zersetzt sie sich. Und wenn wir aber Mineralpulver dazu tun, dann bindet das Kohlenstoff. Zunächst sehr schnell, über die Zeit hinweg dann langsamer. Sie gleichen einander aus dann auf die lange Sicht und man kann so etwas wie einen stabilen, eine stabile Menge von Kohlenstoff herstellen, die durch beide Ansätze zusammen stabilisiert wird. Also das Ganze gleicht einander aus. Und das könnte für den Zukunftskohlenstoffmarkt auch sehr interessant werden. Wir haben auch nochmal auf das CDR-Potenzial geschaut. Wir haben die verschiedenen Potenziale, die wir vorhin angesprochen haben. Wir haben stabilisierte Pflanzenkohle. Wir können auch die bodenorganische Kohlenstoffmenge verstärken. Wir können dafür sorgen, dass die Pflanzen gesünder werden und besser wachsen. Und dann haben wir uns überlegt, warum
mischen wir das nicht Ganze nochmal mit BECCS und mit Aufforstung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte nutzen Sie unseren Newsletter. Sie finden uns auf LinkedIn und Twitter, auch mich persönlich. Ich habe 3 Empfehlungen für weiterführende Literatur. Die kann ich Ihnen auch persönlich geben. Wenn Sie mich kontaktieren, wenn Sie mehr Entertainment in Sachen Verwitterung wollen, dann schauen Sie einfach mal bei YouTube vorbei. Hier kriegen Sie die verschiedenen Links zu meinem YouTube-Kanal. Und wenn Sie Tag und Nacht an Pflanzenkohle denken, ist das wunderbar. Bitte nehmen Sie Weathering, also Verwitterung, auch in Ihren Gedankenfluss auf. Ich denke, das könnte ein sehr interessantes Thema für die Zukunft werden. Toll. Vielen Dank für diese spannenden Inhalte und dass du ein Lächeln auf alle Gesichter gezaubert hast. Ja, Fragen aus dem Publikum. Ja, danke. Ich bin wirklich beeindruckt und es hat mir ein neues Feld eröffnet, die Mineralien noch dazuzugeben. Das würde ich gerne zum Standard machen. Eine Frage zum Apatit. Gestern haben wir gehört, der sei ja sehr wenig pflanzenverfügbar. Also ist es jetzt das Calcium Phosphor oder ist es jetzt das Kalium mit dem Phosphor, das ist dann wieder löslich, also das habe ich nicht verstanden. Was ist jetzt Apatit und was ist jetzt pflanzenverfügbar und was nicht? Soll ich auf Deutsch oder Englisch antworten jetzt? Englisch? So the question was about the solubility of Phosphor. Frage war über die Lösbarkeit von Phosphaten und Apatit. Wenn man den phosphorreiche Substrate nimmt und mit kaliumhaltigen Mineralien mischt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es hängt von der Art des Phosphats ab. Ist es Kaliumphosphat oder ist es ein anderes Phosphat, ein anderes Kalium? Manche sind sehr gut lösbar und ich glaube, ich erinnere mich, dass Calcium und Magnesiumphosphate nicht so gut lösbar sind. Also es hängt wirklich auf von der chemischen Verbindung der einzelnen Mineralien ab. Und das war wirklich beeindruckend. Also Knochenmehl mit Kalium und statt 2% Verfügbarkeit war es auf mal 10% verfügbar. Ich kann Ihnen das Papier geben, also das Paper geben, wo Sie die Details nachschauen können. Meine Frage ist, kooperiert ihr auch mit Wissenschaftlern, die das Bodenleben untersuchen, um zu gucken, wie sich Bakterien, Pilze, Kleinstlebewesen im Boden dann vielleicht akkumulieren oder vermehren oder was auch immer? Yeah, so the question is if we cooperate with soil biologists. We have soil scientists involved. They mainly look at. Wir arbeiten mit dieser Art von Wissenschaftlern, die schauen vor allem auf die chemische und physische Charakteristik, also zum Beispiel die Formung von Lehm. Was jetzt Biote angeht, da gibt es, glaube ich, niemanden im Projekt, aber wir wissen, dass Pilze zum Beispiel das mineralische Verwittern verstärken, weil die sind sehr hungrig nach Magnesium und Eisen. Und von daher kann man dadurch die Verwitterung verstärken. Ich glaube nicht, dass wir Biologen bei uns haben in diesem Moment. Aber wir hoffen natürlich, dass nach den 3 Jahren wir eine Verlängerung bekommen. BECCS und Aufforstung ist ja sozusagen schon auf dem Plan. Das wäre dann auch sehr wichtig. Und wir wissen natürlich, dass Pflanzenkohle die Masse der Bodenbiota erhöhen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dazu Studien gibt oder wir dazu Studien haben. Claudia hat eine Frage. Vielleicht können wir aber erst noch mal eben die Online-Community einbeziehen. Vielen Dank. Also es gab hier auch sehr gute Rückmeldungen zu Ihrer Präsentation im Chat. Eine Frage von Carola. Wenn die Poren mit Mineralien gefüllt werden, verliert man dann nicht die Filterattribute und auch die Charakteristika, was die Wasserspeicherung angeht? Keine Ahnung, das werden wir dann sehen.
Ich habe da noch nichts zu gelesen oder zu gemacht, ob der Verschluss der Poren welchen Einfluss der hat. Das stoppt sozusagen den Abbau, aber ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss auf die Wasserspeicherkapazität hat. Das ist natürlich ein interessanter Punkt, auf den man schauen muss. Ich wollte nur ergänzen, was Sie gesagt haben. Wir werden Studien zu C10 Pulse Labeling machen, also unter kontrollierten Bedingungen werden wir den Kohlenstoff labeln, der in die Pflanze reinkommt, in den Unterboden, in die Bodenbiota. Es wird möglicherweise da keine Direktstudien zu geben oder vielleicht auch doch, wenn ich Kollegen mit einbeziehe, die interessiert sind. Aber wir werden auf jeden Fall die Chance haben zu sehen, wie viel des Kohlenstoffs, der in den Unterboden eingeht, in welche unterschiedlichen Bereiche des Bodens dieser Kohlenstoff geht. Ich weiß noch nicht genau, wie tief wir da einsteigen können. Aber wir werden es so tief machen, wie Zeit und Geld es erlauben werden. Das nur als Ergänzung. Ich denke, der Verschluss der Poren wird Möglichkeit, die Kapazität verringern und wird Konsequenzen haben. Aber wenn man eine andere Dosis benutzt, also im Dünger, so wie wir das gestern diskutiert haben, in der Pflanzenkohle, dann wird man natürlich auch immer eine neue Kapazität haben, andere Komponenten zu absorbieren, auch im Zusammenhang mit dem Coating. Und dann wird es weniger Abbau geben der Pflanzenkohle, wie Sie sagen. Wir werden sehen. Und dafür machen wir Forschung, um zu sehen, was passiert. Gibt es online noch Fragen? Eine kurze Frage noch. Andreas Hellmann fragt, was denken Sie über Reisspelzen oder ähnliche reiche Rohstoffe? Kann man Olivin zum Beispiel ersetzen mit Reisspelzen? Das ist ja organisch. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also der mineralische Gehalt. Erwarten Sie da Interaktion? Es gibt natürlich immer Interaktion. Aber ich glaube, der Vorteil, wenn man anorganisch gebundene Mineralien einsetzt, dann kann man organische und anorganische Verbindungen finden. Lehmkomplexe zum Beispiel, man verstärkt die Stabilität. Der große Vorteil ist, dass wir anorganische und organische Verbindungen haben, die zusammenkommen. Und natürlich kann man Reisspelzen hinzufügen, aber dann dopt man ja organisch mit organisch. Und unser Ziel ist ja, mit inorganischen Elementen die organischen Elemente zu dopen. Also ich weiß nicht genau, wie teuer Ihr Rohmaterial normalerweise ist. Eine Tonne Basaltmehl ist 35 bis 40 Euro pro Tonne. Ich habe nichts kalkuliert, aber in einem Review Paper heißt es, dass Sie den Prozess kalkuliert haben und einbezogen haben, dass man mehr Biomasse schafft. Und Sie haben immer gesagt, das sind die gleichen Kosten oder weniger Kosten mit Doping als ohne Doping.